Nach 8 Jahren wird endlich Audis ältestes Modell abgelöst. Der Kleinwagen A1 geht völlig neu an den Start. Die zweite Generation ist deutlich länger und breiter, aber etwas flacher als bisher und wirkt insgesamt sehr erwachsen. Vor allem mit Infotainment vom Feinsten, das sich kaum vom großen Markenbruder A8 unterscheidet. Im November startet der neue A1 bei knapp unter 20.000 Euro. Ob in gedecktem Kronosgrau oder schrillem Pythongelb, der zweite Audi A1 macht eine reifere Figur als bisher. Er basiert auf derselben Technik wie die Konzernbrüder VW Polo und Seat Ibiza. Das bringt mehr Platz im Innenraum mit sich, denn der Radstand zwischen den Achsen wuchs um 9 cm. Und das Infotainment ist vollkommen up-to-date. Auf Wunsch gibt's den kleinen Ingolstädter mit virtuellem Cockpit und riesigem Touchscreen. Reichlich Assistenzsysteme sollen außerdem neue Kunden anlocken. Und ganz besonders junge, wenn man nach den teils gewagten Farben im Interieur geht. Alles wirkt jedenfalls sehr frisch, nachdem der angegraute erste A1 zuletzt immer weniger beliebt war. Der neue ist wie der VW Polo künftig nur noch als Fünftürer zu haben. Der Kofferraum ist auf stolze 335 Liter angewachsen. Nahezu das Niveau der größeren Kompaktklasse. Den Antrieb übernehmen beim neuen Audi A1 ausschließlich Benzinmotoren mit 3- oder 4-Zylindern. Die Leistung reicht von 95 bis zu stolzen 200 PS gleich zum Einstieg. Auch die Namen sind neu. Es geht los beim Audi A1 25 TFSI mit nur 1 Liter Hubraum und endet vorerst beim 40 TFSI mit vollen 2 Litern Hubraum. Das potente Aggregat treibt sonst Konzerngrößen wie Skoda Superb oder VW T6 an. Dass der neue A1 dem norwegischen Rennfahrer in Audi-Diensten Andreas Backeroth gefällt, ist keine Überraschung. Sympathisch ist aber, der Rallycross-Profi hat ein interessantes Detail entdeckt. Zuerst fielen mir am neuen A1 diese 3 Schlitze auf. Die hat Audi vom legendären Urquattro von 1984 übernommen. Das gilt auch für die scharfen Kanten, die man überall findet, am Kühlergrill und an den Scheinwerfern. Von der Motorhaube bis hin zu den Schlitzen. Ich muss schon sagen, das gefällt mir. Größerer Innenraum, deutlich mehr Ausstattung, dabei nur leicht gestiegene Preise. Gut möglich, dass die zweite A1-Generation wesentlich besser einschlägt als der längst angegraute Vorgänger. Selbst in Kronosgrau.